Einen schönen guten Tag. Wir wollen heute über die Paradigmen der Kommunikation sprechen. Und ja, worum geht es denn da? Wir haben ja gesagt, die Kommunikation, gell, also dieser Austausch von Informationen, ist durch die Protokolle geregelt. Gell? Die Protokolle, die sind wichtig, die sind standardisiert oder sollten standardisiert sein. Gell? Und sie regeln die Kommunikation im Detail. Diese Details, gell, denen fehlt manchmal der nötige Weitblick. Und wenn wir uns mal zurücklehnen und schauen, wie Kommunikation grundsätzlich verläuft, wie die Datenflüsse hier sind, gell, dann machen wir eine Betrachtung, die ungefähr dem entspricht, die wir auch bei den Programmiersprachen gemacht haben. Gell, also im Herbst, bevor wir programmiert haben, haben wir von den Paradigmen der Programmiersprachen oder von den Programmierparadigmen gesprochen. Gell? Also das waren die grundlegenden Stile, die grundlegenden Möglichkeiten, wie man mit einer Programmiersprache arbeitet, gell? Und was eine Programmiersprache darstellen kann. Gell? Die Paradigmen der Kommunikation sind genau solche Grundlagen in der Kommunikation. Gell? Sie erklären nicht die Details der Kommunikation. Das machen die Protokolle, gell? Nein, die Paradigmen der Kommunikation erklären, wie die Daten grundsätzlich ausgetauscht werden, gell? Okay, gell? Also das sind die Paradigmen der Kommunikation. Und hier erwähnt man meistens zwei davon, gell? Wobei das eine das Beherrschende ist, gell, und das Zweite ist interessant, gell. Und zwar, ja, das eine, das Beherrschende, gell, das ist das Client-Server-Modell, sagt man auch, gell. Und das andere, das interessant ist, das ist das Peer-to-Peer, gell. Ja, was ist denn das Client-Server-Modell, gell? Oder sagen wir mal so, man kann den nicht immer ganz genau so trennen, gell? Aber auf jeden Fall kann man damit den Großteil aller grundlegenden Formen der Kommunikation darstellen. Gell? Das ist es. Gell? Und man kann sich vielleicht auch andere Sachen ausdecken, es gibt auch andere Sachen, gell? Aber damit können wir mal grundlegend erklären, was diese Paradigmen sind. Gell? Ja, dann schauen wir mal. Also, eben absolut beherrschend, gell, das ist dieses Client-Server-Paradigma, gell. Und Peer-to-Peer ist interessant, gell. Aber was jetzt mal interessant, ja, gehen wir mal zuerst auf Client-Server-Modell ein, gell. Und zwar beim Client-Server-Modell, da sind die Rollen zwischen Client und Server klar getrennt, gell. Also dort erklärt man sehr genau, der Server muss das und der Client das, gell? Und zwar der Server, gell, der bietet etwas an, und zwar bietet er einen Dienst an im Netz, gell? Man spricht häufig vom Dienst, gell, wenn der Dienst auch nicht unbedingt ja immer aufregend sein muss, gell? Aber der Server ist der einen Dienst normalerweise anbietet, gell? Und was jetzt das Wichtige ist dabei, der Server, gell, technisch gesehen, der Server ist der auf die Anfragen des Clients wartet. Gell? Das ist jetzt das Wichtige. Gell? Das mit dem Dienst anbieten, gell? Könnte man im Prinzip auch umdrehen. Gell? Wird aber nicht gemacht. Gell? Man könnte sagen, gell? Der Server, gell? Der wartet da zentral, gell? Und er wartet darauf, dass die Client kommen und ihre Dienste anbieten. Gell? Gell? Also das wäre ein monarchischer Server. Gell? Also der monarchische Server, gell? Der ist da und wartet darauf, dass die Clients ihre Dienste anbieten. Gell? Könnte man auch implementieren. Gell? Dann hat man einen monarchischen Server. Gell? Gell? Aber normalerweise wird es genau so gemacht, gell? Oder dass der Server den Dienst anbietet, gell? Und auf die Anfragen des Clients wartet. Gell? Aber auf jeden Fall, egal ob er monarchisch ist oder nicht, der Server ist der wartet. Gell? Der hat Geduld. Gell? Das ist der geduldige Prozess hier in der Kommunikation. Gell? Gell? Und normalerweise, gell, der läuft dauernd oder immer. Gell? Also ja, muss jetzt nicht immer sein, gell? Aber es gibt Dienste, gell, die wollen eine Verfügbarkeit von 99,999% erreichen oder so. Das heißt also, dass sie nur wenige Minuten im Jahr nicht verfügbar sind. Gell?
gell, also das gibt's auch, gell, oder dauernd, gell, also sie laufen halt normalerweise immer, gell, oder halt, ich kann auch zu Hause, gell, ein Gerät wie den Drucker einschalten, und wenn dort ein Druckserver draufläuft, gell, dann läuft er halt, wenn der Drucker eingeschaltet ist, gell. Wenn ich den Drucker dann ausschalte, dann ist kein Druckserver mehr da, gell. Gell. Ja, gell, wo können die Server stehen? Gell, sie können im Internet stehen, gell, also das sind Server, wie wir sie gerne haben, gell, also die wir über die ganze Welt hinweg dann verfügbar haben können, gell, also das ist eine feine Sache. Es gibt aber auch Server, die sind im LAN, gell. Zum Beispiel der Dateiserver der Schule, gell, der ist nicht aus dem Internet abrufbar, gell, der ist aber im LAN der Schule verfügbar, gell. Ja, und es gibt auch ganz unscheinbare Geräte, gell, es gibt so, oder etwas, was ein bisschen populär geworden ist, aber ein bisschen gefährlich ist, gell, es gibt so IP-Kameras, und diese IP-Kameras, die bieten einen Webserver drauf an, und den kann man dann abrufen, gell, und dann hat man für 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro, gell, oder auch für ein paar hundert Euro ein Gerät, das man dann aus einem Netz dann abrufen kann, gell, und der Server, gell, ist eine Software, die in dieser Kamera integriert ist, gell. Ja, Beispiele, der Klassiker, der Mail-Server, gell. Also der Mail-Server, gell, älter als das Internet, gell, ist dieses Mail, dieser Mail-Dienst, und der Mail-Server, gell, ist eben der, der zentral den Dienst anbietet, gell. Und ja, ich kann jetzt da auf Anfragen von irgendwelchen Clients, gell, warten oder so, gell, oder das kann eine Client-Software sein, kann aber auch über Webmail laufen, gell, also in Zusammenarbeit mit einem Webserver, der dann die Anfragen liefert, gell. Ich habe da vorgegebene Protokolle, gell, also POP3, IMAP, SMTP, das sind dann Beispielprotokolle, die ja, die sind dann nicht Paradigmen, das sind Protokolle, die klären die Details, gell. Und ein Beispiel eines solchen Webservers wäre zum Beispiel der Apache, gell? Also den kann man sich einfach runterholen, installieren, und dann hat man schon einen Webserver laufen, gell? Ja. Ne, ich glaube, da habe ich es verwechselt, gell? Also das sind die Mail-Server. Und der Apache ist der Webserver, die habe ich falsch hingeschrieben, gell? Okay, also Apache kommt hier hinunter, und Sendmail und Postfix kommen da rauf, gell? Ja, zweites Beispiel eben der Webserver, gell? Der Webserver, wir kennen Web, wir benutzen Web, gell? Und Web braucht im Internet auf irgendwelchen physischen Servern dann, das sind die Server, gell? Auch einen Serverdienst, das ist dann der Webserver, gell? Und ja, die sind ursprünglich einfacher gewesen, gell? Sind heute auch komplex, gell? Kennen eingebettete Programmiersprachen, gell? Und, gell? Das ist eine aufregende Sache, gell? Also da kann ich viel machen, dann, gell? Also das ist ja, also da kann ich ja, ich kann programmieren, ich kann Bildverarbeitung machen, also das sind Dinge entstanden rund um das Web, gell, die sind richtig aufregend, gell. Ja, HTTP, gell, als Klassiker, Hypertext Transfer Protokoll, gell, und ja, der Server, Beispielserver eben der Apache, gell, also der am häufigsten verwendetste Webserver im Internet, gell. Ja, dann andere, gell, Server, zum Beispiel der FTP-Server, gell, ist ein altes Monster, gell, das bietet mir eine Verzeichnisstruktur, und da kann ich Dateien dann herunterholen, gell. Also ein sehr einfaches Konzept, ist ein bisschen verloren gegangen, gell, also heute wird fast alles über Web gemacht, und mit dem Web ist dann der FTP-Server untergegangen, gell, aber, ja, wäre eigentlich schon, ja, eine coole Sache gewesen, gell, oder der SSH-Daemon, gell, also das ist ein Server, auf den ich mich entfernt dann anmelden kann, und dann kann ich in einer Shell entfernt arbeiten, gell, das ist eine feine Sache, gell, oder zum Beispiel ein kleiner Server, den man manchmal übersieht, gell, der Zeitserver, gell, also ein Dienst, der es mir erlaubt, gell, die
Zeit abzufragen und ja, diese Zeit dann auch ja, zu synchronisieren. Gell? Das ist jetzt da so eine feine Sache. Gell? Also das mit Uhren nachstellen und so, das hat man ganz ja, vergessen. Gell? Also wenn es um 12 Uhr zu Mittag bei den Nachrichten dann das genaue Signal gibt, gell? Das da, ja, das ist irgendwie, gehört fast zur Vergangenheit, gell? Aber das genaue Signal über Rundfunk und so, gell, das war auch wichtig zur Synchronisation der Uhren. Gell. Heute synchronisieren wir über Netz, gell, und dann haben wir unsere mobilen Geräte oder auch unsere Desktop-Geräte dann ständig synchronisiert. Gell. Die haben die bessere Zeit als die Schweizer Uhr dann. Gell. Ja, Clients. Gell. Also, während der Server die Dienste anbietet, gell, so nimmt sie der Client normalerweise in Anspruch. Gell. Und von der Reihenfolge her, er fordert den Dienst an. Also er fordert dann, er baut die Kommunikation eben auf. Gell? Also er sagt dem Server, du, tok, 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 jetzt bin ich hier. Gell? Also nicht der Server sagt, du, hoch, komm jetzt. Gell? Nein, nein, der Client, gell? Der Kunde ist König. Gell? Also der Client sagt dem Server, wo es lang geht und wann zu arbeiten ist. Gell? Das ist das Wichtige. Gell? Ja, der Client läuft nach Bedarf, gell? Also, ja, gell? Also der Client läuft nicht den ganzen Tag, gell? Also das Handy läuft nicht den ganzen Tag, gell? Der Browser am PC läuft nicht den ganzen Tag, gell? Okay? Also nur wenn man es braucht, gell? Wenn man was Sinnvolles damit machen will, gell? Mhm. Ja, und am Client, da ist häufig ein Benutzer, gell? Also es ist nicht so, dass am Server ständig ein Benutzer ist, gell? Okay? Aber normalerweise, gell, oder oft, gell, haben wir am Client einen Benutzer, gell. Nicht immer, gell, jetzt sehen wir gleich ein Beispiel, gell. Ja, Gegenstück zu oben, gell, Mail-Client, gell, Beispiel Thunderbird Outlook, gell, also zwei Klassiker. Und, jo, also, aber die Mail-Clients alleine können nichts, gell, die brauchen einen Server zum Arbeiten, gell. Thunderbird oder Outlook, die laufen nicht ständig, die laufen nur, wenn wir sie starten, gell? Okay? Und ja, und sie nehmen dann Kontakt auf zum Server, gell? Und dann wird das Protokoll abgearbeitet, gell? Oder der Client zum Webserver, gell? Ist eben der Browser oder Webbrowser, gell? Ja, Beispiele gibt es da genügend, gell? Also gibt es den ja, Firefox, Internet Explorer, Edge, Chrome, Chromium und, gell? Und sogar Befehlszeilen, Webbrowser gibt es, gell? In so, ja, als Befehlszeile oder visuell in der Shell, gell? In Konsolenmode, gell? Also da gibt es ganz, ganz interessante Sachen. Mhm. Und es gibt dann auch so Dinge wie eben das Gegenstück, es gibt den FTP-Client, gell? Ein SSH-Client, mit dem ich dann die Verbindung herstellen kann, gell? Oder der Client zum Zeitserver ist Betriebssystem, das die Zeit des Systems synchronisiert, gell? Mhm. Ja, das zu Client-Server, gell? Das könnte man weiterschreiben und oh je. Ja, das andere ist das Peer-to-Peer, gell? Peer-to-Peer, gell, da kommunizieren die Teilnehmer jetzt gleichberechtigt irgendwo, gell? Das sind viele, die, das ist wie ein, ja, wie ein organisiertes Chaos, gell? Und die tauschen sich dann untereinander aus, gell? Und da kann man sich schon fragen, weil, warum, weil, wozu brauche ich das überhaupt, gell? Dass da die Teilnehmer untereinander sich austauschen, gell? Und das, was das Ganze so in Betrieb gesetzt hat, gell? Es war das eigentlich das File-Sharing, gell? Das Austausch von Dateien, gell? Und nicht immer ganz legal, gell? Also da haben viele gesagt, ah ja, Privatkopie, ja, darf ich haben oder so, gell? Und eine Privatkopie darf ich haben, wenn ich das Original auch habe, dann darf ich eine Kopie machen, gell? Und nicht mit den Kollegen rundherum, gell? Oder mit der ganzen Welt, gell? Also, das mit dem File-Sharing war aber über viele Jahre sehr ein interessantes Phänomen, gell? Weil es war oft einfacher, zum Beispiel eine Musik zu stehlen, als sie im Netz zu kaufen, gell? Und dasselbe mit Film und Video oder so, gell? Also während es heute ganz einfach ist, heute haben wir Streamingdienste, gell? Also heute
haben wir Spotify und iTunes und was weiß denn ich was alles und Netflix und so, gell? Und ja, und da gibt man eine Kreditkartennummer ein, gell? Und dann kann man da für 10 Euro oder 15 Euro oder so einen ganzen Monat lang Musik oder Video konsumieren, gell? Gell? Das hat es nicht immer gegeben, gell? Es hat vorher aber ganz massiv File-Sharing gegeben, gell? Also wer eine Datei mal gehabt hat und sie ins Netz gestellt hat, dann haben sie sofort andere auch gehabt und dann ist das weitergegangen, gell? Also ja, das ist so illegales File-Sharing, gell? Aber es gibt auch File-Sharing, gell? Wo ich zum Beispiel dann ja, legal Daten dann austauschen kann, gell? Und das ist dann schon interessant, gell? Geil, auf jeden Fall, geil. Was ist denn dann das Prinzip bei Peer-to-Peer? Beim Peer-to-Peer ist so, dass sich die Teilnehmer untereinander die Kommunikation organisieren, geil. Also es kann einen zentralen Server geben, der zum Beispiel eine Steuerung durchführt, geil. Muss es aber nicht unbedingt, geil. Es kann sein, dass sich ein Protokoll entwickelt, geil, das irgendwo so bisschen herumschnüffelt im Netz und schaut, ob es ein Kolleg trifft, gell? Und wenn es ein Kolleg trifft, der kennt dann vielleicht auch einen und so ergibt sich dann ein ganzes Netz irgendwo von so Teilnehmern, die so Peer-to-Peer, gell? So von Peers, gell? Und ja, gell? Natürlich, das so ohne Server, gell? So ohne zentralen Server ist das ein bisschen mühselig, gell? Und auch nicht immer gut funktioniert, gell? Aber im Prinzip möglich, gell? Geil. BitTorrent hingegen hat so einen zentralen Server zur Steuerung, geil. Sagt man auch den Tracker, geil. Und der Tracker, geil, der, ja, der muss da nicht unbedingt jetzt ständig die Daten liefern, geil, aber er muss die Kommunikation garantieren, ist da ein zentrales Ansprechelement, zum Beispiel auch über Teile der Kommunikation und Bescheid wissen. Und, also ja, schon, ja, auf jeden Fall. Der Großteil der Kommunikation läuft über die Teilnehmer, über die Peers. Gell? Ja, es könnte dann auch eine Entwicklung geben, ganz interessant. Ihr könnt zum Beispiel eine Videokonferenz als Peer-to-Peer entwickeln. Gell? Stellt euch mal vor, gell? Also, wenn wir jetzt in der Videokonferenz sind, wo laufen da die Daten? Laufen die alle über den zentralen Server? Gell? Wahrscheinlich schon, gell? Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich sage, ja, hört mal, tauscht euch eure Streams gegenseitig aus. Was muss sich die ganzen Videokameras hier da alle sehen, gell? Und ihr könnt mir vorstellen, ein so eine Videokonferenz Peer-to-Peer dann zu implementieren, gell? Wäre auch eine Möglichkeit. Ob es gut funktioniert, muss man schauen, gell? Aber warum nicht, gell? Könnte ein Versuch einer Implementierung sein, gell? Ja, wenn wir das so ein bisschen gegenüberstellen, gell, so Eigenschaften, Vorteile, Nachteile, gell, dann muss man sagen, also beim Client-Server mal, gell, ihr habt da eine zentrale Kontrolle über das, was passiert, gell. Okay, also die Clients müssen sich untereinander nicht sehen, gell, und alles läuft über den Server, gell, und damit der Server, der kontrolliert, gell. Also wenn ich eine Konfiguration im Server ändere, gell, dann ist alles eingestellt, gell. Und das ist eben interessant, gell. Ich kann also, das Ganze wird verwaltbar, gell. Also, ich kann Inhalte einfach einstellen, ich kann sie löschen, gell. Ich kann Eigenschaften verändern, gell. Also, ich muss da nicht irgendwo im Netz irgendwas Aufwendiges machen, gell, weil irgendetwas schon gestartet ist. Ich kann das ganz zentral am Server machen, gell. Ich kann Filter setzen, ich kann Virencheck machen, ich kann da tausend Dinge machen, gell. Und ja. Und was ich auch machen kann, ich kann jetzt dadurch, dass ich die Clients sehen, nicht sehen, die Clients, kann ich eine Verschlüsselung der Kommunikation zum Beispiel machen. Und dann habe ich wirklich die Vertraulichkeit der Kommunikation ja, auch gut garantiert. Gell? Also das ist dann so, dass ja, gegenseitig sehen sich die Clients nicht. Gell? Und ein anderer, der muss wirklich die Kommunikation zwischen Server und Client angreifen, damit er da was ja, herauslesen kann oder so, gell? Ja, Peer-to-Peer hingegen, gell? Also Peer-to-Peer ist interessant. Ich kann mit großen Datenmengen arbeiten, ohne den großen Datenverkehr
auf meinen zentralen Server zu haben. Gell? Also ich muss den Datenverkehr nicht selbst stemmen. Gell? Also ich muss jetzt nicht eine halbe Serverfarm anmieten, gell? Um jetzt einen riesen Datenverkehr irgendwie garantieren zu können. Gell? Also wenn ich Peer-to-Peer mache, dann kann ich das so gestalten, dass doch ja, dass irgendein zentraler Teilnehmer dann zwar mitmacht und auch viel trägt, gell, aber die Teilnehmer mit Daten austauschen, zum Beispiel bei diesem File-Sharing oder so. Gell. Und das ist dann schon fein, weil dann kann ich auch zum Beispiel so Dinge machen wie, wenn der Tag kommt, wo eine Linux-Distribution von Ubuntu herauskommt, gell, dann schaffe ich es auch, den Datenverkehr von vielen, vielen neugierigen Benutzern dann zu befriedigen, die da mitmachen, gell, und die das dann über File-Sharing holen, gell. Und damit wird der zentrale Server nicht ja, in die Knie gezwungen, gell, und trotzdem bekommt jeder seine Datei, gell. Feine Sache, gell. Und was anderes, was man jetzt oft wenig bedenkt, es ist nicht nur ein zentraler Server, es ist auch die ganze Kommunikation dorthin, gell. Und ich habe jetzt eine Verteilung ja, der Datenlast im Datenverkehr, im Austausch, gell. Stellt euch so Google vor oder so, wenn da der ganze Datenverkehr Richtung USA gehen würde, gell, ja, es wäre dann so, dass man eben diese Kommunikation zwischen Europa und USA ja enorm belasten würde, gell. Also es, durch Peer-to-Peer gehe ich Kommunikation verteilen, gell, und wenn ich es verteile, dann vermeide ich Konzentrationen auf einen Punkt, gell. Ja, das wären in wenigen Worten so ein paar Grundlagen, die nicht im Detail klären, was die Regeln der Kommunikation sind. Gell? Das macht das Protokoll. Gell? Aber sie erklären den Grundsatz der Kommunikation. Und das sind die Paradigmen der Kommunikation. Gell? Mhm. Jo.